Hallo zusammen, ich möchte euch heute Gerd Hauptmann vorstellen. Da ich nur 3 Minuten zu präsentieren habe, habe ich eine Zeitleiste erstellt und die wichtigsten Informationen von ihm zusammengefasst. 1862, am 15. November, wurde Gerd Hauptmann geboren. 1878 absolvierte er den Realschulabschluss und 1879 begann er die landwirtschaftliche Ausbildung bei seinem Onkel. 1880, da er die landwirtschaftliche Ausbildung abbrach, Eintritt in die Bildhauerklasse. 1883 lässt er sich dann in Rom nieder, um Bildhauer zu werden. 1884 begann er die Zeichenklasse. 1885 heiratete er Marie Thienmann, bekam 3 Söhne und ließ sich nähe Berlin nieder. Da kam der erste Kontakt mit dem Dichterverein durch. 1887 brachte er Bahnwärter Thiel raus. 1892 stellte er Die Weber vor. 1893 war die Uraufführung von Der Biberpelz. 1894 kam die Trennung von Thienmann. 1896 gab es die Verleihung der Grillparzers Preises in Wien. 1903 Rose Bernd wird veröffentlicht. 1906 erschien die 6-bändige Gesamtausgabe seiner Werke im Fischer Verlag. 1910 Verleihung des Nobelpreises für Literatur. 1924 Ehrenmitgliedschaft in der Akademie der Bildenden Künste in Wien sowie Verleihung der Order pour le Mérite Friedensklasse. 1928 Eintritt in die Preußische Akademie der Künste, Sektion Dichtkunst. 1932 letzte Uraufführung eines seiner Dramen in Deutschland zu seinem Lebenszeit mit dem symbolischen Titel Vor Sonnenuntergang. Bei der Reise in die USA erhält er die Ehrendoktorwürde der Columbia University und wird von amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus empfangen. 1933, zur Enttäuschung vieler, äußerte sich Hauptmann nicht zum Nationalsozialismus und zieht sich aus dem Öffentlichkeitsleben zurück. Seine Werke werden weiter veröffentlicht, ausgeführt und verfilmt. 1937 die Autobiografie »Das Abenteuer meiner Jugend« erscheint. 1942 zum 80. Geburtstag Ehrung in Wesau und Wien mit zahlreichen Festaufführungen. 1946, 6. Juni, Gerd Hauptmann stirbt im Agentendorf und wird später im Kloster auf Hiddensee beigesetzt. Ich hoffe, ihr fandet die Präsentation informativ. Vielen Dank fürs Zuhören. Man sieht sich.